Hallo, ihr Lieben. Ich habe bei Dani Pois bestellt. Zum einen habe ich wieder meinen Monatskit bekommen. Das ist das Juli-Kit. Dann habe ich mir für meine neue Schneidemaschine neue Messer bestellt, damit ich die ein bisschen auf Vorrat habe. Doppelseitiges Klebeband von Dani Pois. Dieses Sticky Tape. Das finde ich nämlich auch super. Da ist auch viel drauf. 15 Meter, 6 mm breit. Und dann habe ich mir noch das hier, das habe ich schon ausgepackt, so eine Eckstanze. Und da sind drei verschiedene Ecken. Und ich habe hier so ein Restepapier von dem dicken Cardstock. Und wollte jetzt mal euch zeigen, seht ihr das überhaupt, wie die Ecken werden? Also das ist die 7 mm Ecke. Dann haben wir hier so eine ganz kleine. 4 mm. Ja, ich halte da gleich mal ein anderes Papier drunter. Ach so, dann haben wir hier noch diese runde 10 mm. So. Das ist einmal diese Ecke und dann noch diese Ecken. Finde ich richtig cool. Jetzt habe ich verschiedene Eckstanzungen und das stanzt halt wirklich auch richtig dickes Papier. Das ist Cardstock von, ich glaube, 270er Grammatur. Also schon relativ dick. Also das habe ich mir noch gekauft von Via Memory Keepers. American Crafts. Ich glaube, den haben die auch relativ neu. Aber den hatte ich schon ausgepackt. Ja, das sind jetzt nur die kleinen Zusatzbestellungen. Also eigentlich mehr, ja, Nachfüllmaterial. Das nehme ich jetzt mal. Oh, Entschuldigung. Das lege ich mir jetzt mal auf Seite, so. Ja, und sonst habe ich jetzt nichts bestellt. Hier habe ich jetzt das Kit. Da ist diesmal wieder so ein Dani Dori Notebook drin. Das finde ich richtig cool. Ja, die sind auch, waren auch wieder dabei. Die waren aber jetzt eigentlich nicht hier drin. Ich gucke mal, ob es alles die gleichen Papiere sind. Ich glaube aber nicht. Also, diesmal haben wir drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Papiere. Also einmal dieses hier, das ist von dieser Marke, das ist ziemlich dünn. Das ist die Firma, glaube ich. Und ich denke mal, so heißt das Papier. Und das ist auch einseitig. Und von dieser Firma sind drei Papiere drin. Na genau, das ist die Firma immer und so heißen die Papiere. Also hier sind die Namen. Ja, einmal dieses, einmal solche Zahlen und einmal so ein gemustertes. So, und jetzt kommen wir zu den Designpapieren. Die sind diesmal von Create Paper. Wild Heart finde ich richtig cool, weil ich möchte unbedingt noch mal in Kölner Zoo. Da war ich nämlich schon seit Jahren nicht mehr. Ich kenne zum Beispiel das neue, ich glaube, die haben ja jetzt so ein Hippodrom und sowas. Das kenne ich alles noch gar nicht. Und der Kölner Zoo soll ja auch sehr artgerecht sein. Und da kommt dieses Kit richtig gelegen. Da muss ich jetzt nur meinen Mann ein bisschen nerven, dass er mit mir da noch mal hinfährt. Ja, hier hat man solche Sachen zum Ausschneiden. Das ist die Rückseite. Das ist auch cool. Die Rückseite ist so gemustert. Dann dieses hier. Ich finde die Farben auch schön. Und das hier kann man sich auch ausschneiden. Dann haben wir noch dieses hier. Das ist auch cool. Und zum Schluss das hier noch.
sehr, sehr schöne Papiere. Hier ist so braun, so erinnert mich ein bisschen an Leder. Ja, das waren die Papiere. Ich glaube, ich werde auch, sollten wir wirklich in Zoo fahren, mal dieses Danidori ausprobieren. Das habe ich nämlich auch noch nie gemacht. Habe aber schon oft was auf YouTube gesehen und finde das eigentlich richtig schön. So, dann haben wir hier so Buchstabensticker von American Crafts. Hier so in Schwarz. Hier sind noch Zahlen und kleine Buchstaben. Die waren alle groß. Hier sind so Animal Dots. Die sind auch schön. Von My Mind's Eye. Hier haben wir noch die passenden Sticker von Create Paper zu dieser Wild Heart Kollektion. Die sind auch sehr schön. Auch so foliert. Ja, hier. Ich hole die mal raus, weil hier hinten ist immer diese Schrift drauf. Und dann sieht man die nämlich gar nicht. So. Hier auch wieder mit Folierungen teilweise. Ja, finde ich richtig schön. Hier sind auch nochmal so Buchstaben. Ja, das sind die Sticker. Und dann haben wir Cutouts, die packe ich aber jetzt außerhalb des Drehens aus. Ja, da kann ich das ja schon für nehmen und lege euch die dann immer hin. So, hier habe ich schon mal die aus dem kleinen Tütchen. Das ist einmal so ein foliertes Blatt. Ich glaube, das ist auch so transparent. Hier ist so ein kleines Banner. Das hat auch Löcher, finde ich auch schön. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen blöd angestellt. Hier unten ist diesmal so eine sowas zugeklebt. Hier hätte ich das aufmachen können und rausholen können und ich habe es schön rausgerissen. Ja, die sind halt immer unterschiedlich. Das ist übrigens auch die Create Paper Kollektion. Ja, jetzt packe ich mal die anderen aus. So, in diesem großen Paket waren auch so transparente Teilchen drin. Die habe ich jetzt mal alle rausgesucht. Das sind einmal nochmal so zwei Blätter. Dann dieser coole Papagei, den finde ich richtig cool. Das ist auch so transparent. So ein Blatt und so ein Gold, so eine goldfolierte Schrift. Ja, und ansonsten sind hier wieder jede Menge Tags. Ich zeige euch das jetzt einfach so. Das hier. Hier so ein Fotorahmen. Funny Story. Hier ist auch so ein Polaroid-Rahmen. Noch so ein Rahmen. So. Nochmal so ein Tag. Ich finde die Blätter so cool. Das ist auch wieder so goldfoliert. Hier ist auch noch mal so ein großes Blatt. Die sind von hinten übrigens immer alle weiß. Hier ist noch mal so ein foliertes Tag. Hier noch mal so ein Papagei. Noch mal ein Tag. Ein Schmetterling. Ist auch noch mal so ein Blatt. Stay Wild finde ich auch cool. Ist auch so foliert. Und hier sind noch mal so ganz coole Schmetterlinge. Ja, das war auch schon das Kit. Habe ich euch alles gezeigt? Ja, ich glaube schon. Ich bin mal gespannt, ob mein Mann die Zeit findet, mal mit mir in den Zoo zu fahren. Weil die Wochenenden sind doch im Moment wieder sehr ausgebucht bei uns. Aber wenn ich dann, sollten wir fahren und arbeite ich in diesem Danidori, werde ich euch auf jeden Fall Videos dazu zeigen. Ich sage dann mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.